alle Schalke-Freunde. Wir fliegen jetzt nach Lissabon und ich bin mir ganz sicher, wenn wir nicht unentschieden spielen oder verlieren, gewinnen wir das Ding da drüben. Schon gesagt, ist immer ein bisschen schwieriger. Der Mannschaftskollege Jan Kirchhoff sagt, wir müssen auf Sieg spielen. Was ist denn jetzt die Taktik? Ja, zurückhalten, defensiv bloß die Null halten oder Mutter nach vorne spielen und verpunkten? Also ich denke, was uns sowieso in den letzten Spielen ausgezeichnet hat oder was wir schon sehr, sehr gut gemacht haben, das war die Defensivarbeit. Wir haben wenig Gegentore oder gar keine Gegentore zugelassen. Und das ist ja die erste Aufgabe. Wir sollen kein Gegentor zuzulassen. Und ich denke, dass wir einfach die Klasse haben, vorne immer wieder für Akzente zu sorgen und auch Tore zu machen. Der Qualität, die wir besitzen. Von daher versuchen wir natürlich schon auf Sieg zu spielen, aber wenn das so unentschieden ist, ist es dann auch das Unentschieden. Man muss irgendwie diesen Namen hier ausschalten. Ja, aber ich denke, Lissabon wird auch sagen, wir müssen irgendwie diesen Hund da ausschalten. Und, aber von daher, ich denke, wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft und ich bin sehr, sehr optimistisch für das Spiel. Wie viel Bewusstsein fahrt ihr nach Lissabon, dass man, wenn man gewinnt, eigentlich schon so viel Geduld ist in der Champions? Ja. Natürlich weiß man das, wenn man hin und her rechnet, aber ich denke, da dürfen wir uns im Spiel nicht von beeinflussen lassen. Wir müssen uns einfach auf unsere Aufgaben konzentrieren. Und das ist, wie gesagt, in der erste Prämisse ist einfach eine kompakte Defensive. Und was da nach vorne geht, das werden wir dann einfach sehen. Sonst seid ihr immer bei Jens Keller im feinen Zwirn zur Champions League gereist, jetzt im Jogger. Neuer Trainer, neuer Look. Was ist angenehmer? Ja, ich denke, wir haben trotzdem den feinen Zwirn mit und werden ihn dann zum Spiel anziehen. Für mich natürlich ist ein Trainingsanzug bequemer. Wir sind ja auch der Kummel- und Malocha-Club, da passt das vielleicht auch ein Stück weit besser. Sie sind ein Kind der Bundesliga. Meine Frage, wie sehen Sie es momentan in Dortmund? Hat man da ein bisschen Mitleid oder ist es so, wie es ist? Also wir reisen halt mit dem FC Schalke 04, von daher können Sie mir da gerne Fragen zu stellen. Und Konkurrenten, es ist nun mal so, dass es da mal besser läuft oder mal schlechter läuft, aber da möchte ich nichts zu sagen. Danke.